Du siehst aus wie ein Mädchen, das bisschen aussieht wie ein Junge. Zuschauer, die Videos, die aber... Bruder, ist dein Ernst, Digga? Was ein Beat, ja? Gutes Battle, Mann. Ich bin der Highest im Club. Ich stell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Und wir sind gerade live auf Twitch. Ihr könnt mir gerne folgen auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung hier unten drin. Und zwar werden wir heute wieder auf ein Video reagieren von 47, seinem Format Big Difference. Also heute sind dran Geringverdiener versus Millionär Rap Battle Big Difference. Ich bin gespannt. Die Battles sind echt nice, muss ich schon sagen. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 47 und herzlich willkommen bei Big Difference. Heute haben wir wieder ein sehr, sehr spezielles Battle für euch. Aber bevor wir zum Battle kommen, wollte ich euch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr krasse Resonanz auf die letzten Videos, die wir für euch gedreht haben. Das war einfach unglaublich. Wir haben 1 Million Klicks erreicht. Wir sind mit jedem Video in den Trends gekommen und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Heute battelt ein Millionär, ein echter Millionär, gegen einen Geringverdiener. Geil aber, ne? Dass der Bre jetzt ein Format hat, wo der so richtig geil rasieren kann, so. Ist nice. Bevor das Video startet. Erinnert mich auch an, Mann, ich habe doch damals auch dieses Rap It In Man gemacht, ne? Das war auch so ein bisschen, da haben wir auch immer mal wieder ein Battle eingebaut und so. Sogar letztens überlegt, ob man das nochmal vielleicht machen sollte. Jungen Leuten ein bisschen Chance geben sollte, ein bisschen live zu rappen in der Stadt oder so, weißt du? Geht doch mal alle in die Kommentare, liked das Video. Jetzt viel Spaß mit dem Battle. Let's go. Haut der eigentlich noch Mucke raus, der 47 gerade? Wir haben hier den Millionär und er möchte gerne einen Geringverdiener battlen. Warum? Ja, also ich habe eigentlich nichts gegen Geringverdiener. Ich war auch mal einer und jetzt muss ich mich recht. Ah, der Bre ist am Stottern, wa? Ist es der, aber das ist nicht dieser, es gibt doch diesen einen. Artyom, doch, das ist der. Krass, Digga, Alter. Grüße gehen raus an der Stelle, Bre. Ich glaube, der war mal mit, ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube, der hat auch mal mit Alex Blitz, glaube ich, mal ein Video gedreht oder so. Einen Geringverdiener-Battle. Ich war auch mal einer und jetzt muss ich mich rechtfertigen, dass ich es nicht mehr bin. Und wie erbärmlich kann man eigentlich sein, dass man jemanden betteln muss, der nicht mal richtig redet. Aber gucken wir mal, wo es hingeht. Und ich bin der Millionär, er ist der Geringverdiener. Ja, der Bre ist auch schon gut iced out an der Stelle, ne? Nicht iced out, der ist fucking am Flexen, Alter. Schöne Uhr, schöne Kette, nicer Ring. I like that, man. Dina, kann ich da eigentlich verlieren? Boah, sehr starke Antwort. Hast du eigentlich als Millionär auch Punchlines am Start? Das werden wir mal gleich erfahren, glaube ich. Und was steht auf deinem T-Shirt? Das ist eine Spendenaktion für ja, die Opfer und die Leidenden aus dem Krieg, um ein Zeichen zu setzen, dass man auch mit Geld vieles Positives bewirken kann. Sehr stark, Digga. Feier ich, Bro. Sehr nice. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Den Link werden wir natürlich einblenden. Ich bin gespannt auf das Battle. Let's go. So, wir haben jetzt den Geringverdiener und er möchte gerne einen Millionär auseinandernehmen im Battle Rap. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, warum? Er hat's verdient. Und. Er hat's verdient? Okay. Ich wollte immer mal einen Millionär battlen sehen. Ich hoffe, der hat eine Schippe mitgebracht. Sehr, sehr stark. Und als Geringverdiener bist du ein ganz normaler Angestellter und hast auch Punchlines am Start. Schön, die Heineken-Vibes, yo. Das wird er mit merken gleich, ja. Sehr, sehr stark. Also Bier trinken kannst du auf jeden Fall und ich bin gespannt auf das Battle. Let's go. Jo, viel Spaß. Was geht ab, Leute? Mein Name ist 47 und wir sind hier beim nächsten Battle angekommen. Ja, das wird eine Schlacht. Wir haben hier einen echten Millionär
gegen einen Geringverdiener, einen Angestellten. Ne? Und wir sind immer noch in der Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72, kommt alle vorbei. Hier finden die ganzen Battles statt und der Geringverdiener wird anfangen. Let's go. N100, drück auf Play. Mhm, jetzt ist der Bre auch verlinkt, Alter. Der Beat Bre, oder was, Digga? Ey, warte mal ganz kurz, Digga, den muss ich mir aufschreiben. Der hat doch, hat er bis jetzt alle Beats gemacht? Ey, da waren teilweise Beats dabei. Warte mal kurz, den Bre muss ich mir aufschreiben. Drück auf Play. Knackpunkt auf dem Beat ist geil wie Klitoris lecken. Du bist entstanden durch Verwandte auf ner Dixie-Toilette. Doch machst bei Spritztour im Speedboot auf Welle. Ich sorg mit ner Schelle für Bisexuelle in Friedhofskapellen. Doch bin lieber nackt in der Kälte und gnadenlos broke, anstatt wie du mit abdominellen Compartment-Syndrom. Ich erklär's dir, ist das für dich etwas Fremdes? In deiner Hose wird nur etwas dick, weil sie zu eng ist. Der ist gut, Bruder. Stark, Alter. Wieder Erwartungen, die ich hatte, übertroffen auf jeden Fall im ersten Augenblick. Ich rappe Mass auf Paul in deinen Parts, aber bitte rap auf Deutsch, kann kein Dolmetscher bezahlen. Du bist wie deine Freundin mit dem Zeug in deinen Haaren. Ich hab lieber keine Stadt, sonst Säureattentat. Hast du Träume trotz der Kohle schon mal platzen sehen? Hier ist mein Porno, haben wir beide für dich abgedreht. Stark. Aber Freunde, wir gucken keine Pornos, wir distanzieren uns hier an der Stelle, ne? Gegen TikTok und mein Machtgespräch. Ich sag Millionär, komm, wo ist eigentlich Haftbefehl? Witzig, jetzt ist der Millionär am Betteln. Du bist lange noch kein Brilli, weil paar Finger in dir stecken. Deine Mutter meint, du wärst behindert und so hässlich, dass du aussiehst wie eine Lesbe. Doch könntest immer noch nicht lecken. Für Inklusion versuchte dich ein Blindenhund zu decken. Nimmst das Stöhnen von dem Köter für deinen Klingelton zum Wecken. Ich bin am Mic, zeig dir, wie Geringverdiener rappen. Was für King, du bist behindert, kannst nicht singen und auch nicht sprechen. Muss nicht sein, der muss nicht sein. Ich hab schwarzen Humor. Du hoffentlich kein Geld mehr und einen strahlenden Tumor. Ich saufe und rauche, komm kauf mir eine Lunge. Du siehst aus wie ein Mädchen, das bis hinaus sieht wie ein Junge. Du siehst aus wie ein Mädchen, was ein bisschen aussieht wie ein Junge, Digga. Geil, Alter. Der ist nice, Bruder. Der hat mich krass gecatcht, Alter. Grüße gehen raus an der Stelle. Stark, stark, stark. Mach nochmal Lärm für die erste Runde von Geringverdiener. Ey, der hinten, der sah aus wie der eine Rapper, oder? Dieser Blonde mit langen Haaren so. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ganz hohes Level, ganz hohes Level. Und Artyom ist eigentlich doch der Rapper, der einzige so Deutschrapper-mäßig, der stottert, glaube ich, ne? Am Start. Jetzt kommen wir zu der ersten Runde von Millionär. Let's go. Da, der da hinten, Mann. Ich weiß nicht mehr, wie der Rapper ist. Egal. Okay, pass auf, folgendermaßen. Ich fahr im Bentley heute rum, du nur mit Plesi-Steuerung. Der Spritz wird etwas teurer und du fährst mit Deo-Roller rum. Du bist Sozialversager, so wie Alan Harper. Du bist broke, als wer mockt dein Insolvenzberater. Ich bin Bentley-Fahrer, so mit Fendi Prada. Du willst zum Penny fahren, komm, ich schenk dir ein Fahrrad. Ah, pass auf. Krass, wenn der rappt, dann hat der keine Dings, ne? Dann hat der keine, der stottert der nicht, Bruder. Weil sich die Schere arm und reich durch und stetig weiter spaltet. Kennst du Kaviar und Champagner noch vom Fetisch deiner Alten? Lässt dich an, scheiß nur Knebeln von der Kackbratze von Mädel. Mann, du langweiliges Elend, sollst dich anfangen zu schämen. Nach den handfesten Verträgen muss ich die Anzahlung jetzt nehmen. Dass ich so Bastarde mein Leben mit meiner Reichweite erwähne. Geh die Pfandflaschen erzählen, sonst werde ich dir Scheißhaufen dein Leben und deine Staatsleistungen nehmen, ah. Ist bestimmt auch ein krasses, ist bestimmt auch ein krasses, so, für ihn, so Konzentration. Und ich weiß ja nicht, was in ihm sich abspielt, während der rappt dann so, weißt du, was ich meine? Ist voll interessant, der hat doch, glaube ich, ein Interview mit Burak gegeben, ne? Müsste man sich auch mal geben, um da ein bisschen Einblicke zu bekommen. Schon da im Krankenhaus hast du verdammt am Aus. Bis heute liegt dein Schnuller noch in diesem Pfandleihhaus. Meine Pläne sind gestört, wie beim Mercedes-Ingenieur. Deine Pläne sind gestört, du machst eine Lehre zum Friseur. Geil, aber nicht schlecht, Alter.
Aber Bro, ich muss dich loben, denn du kämpfst dich hier nach oben. Geh doch auch zu Nahim Sky und sie erkennen den Obdachlosen. An den klippernden Cola-Dosen und zerrissenen Jogginghosen. Finch asozial, genau, Bruder. Ja, ja, Digga, ist ein bisschen weit hergeholt, aber du hast es gecheckt, Bruder. Wer war das? Yassin 36. Okay. Starke, starke erste Runde Girl. Von Millionär. Gute Runde, Biggie. Ganz hohes Level hier am Start. Jetzt kommen wir zu der zweiten Runde. Der Geringverdiener darf jetzt rappen. N100, bist du ready? Drück auf Play. Können wir ein bisschen lauter machen? Geht das? Der hat geile Beats, Bruder. Ich fresse auf dem Klo mein Pausenbrot, du hast dann kaufen Moos. Haus mit Hof, Autos, Frau und Boot und Koks. Und wer weiß, vielleicht bei Kid mit Down-Syndrom. Wenn du was verkloppst, hast du noch mehr Geld. Wenn ich was verklopp, ist dein Kopf entstellt. Liebe ist nicht käuflich, ich enttäusch dich. Deine Frau denkt am Geld, wenn sie dein Cock festhält. Schickt sie mir per Internet Nudes, verlang ich von dir Kohle wie beim Tinder-Betrug. Bruder, die Beats sind der Hammer, Digga, ich schwör's dir, Alter. Scheiß Beat, ich rappe behindert wie du, sorry. Boah, das ist ein Hit, Digga, ich schwör's. Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht auf den Rap eingehe, aber ich bin voll in dem Beat drin, so. Das ist voll der Sommerhit, Bruder. Behindert wie du, ich hab dein Zeug. So Club-Sommer-Hit, Digga, weißt du? Mit Technik verwechselt, doch du Spaß, ich schaffst es nicht mal damit Blättchen zu lecken. Wenn du reich bist, wieso klingen deine Texte nach paar Mark 50? Du machst Battle-Rap paralympisch, Schicht im Shop, denn ich bin Aufzugsmonteur. Von Arbeit hast du bisher überhaupt nichts gehört. Und dein Erbbetrug ist so pervers wie du. Und dein Logopäde, Gott sei Dank, kein Herzchirurg. Ey, du spittest nicht... Oha, Digga, er geht voll auf diese Stotter-Vibes rein, ja. Das ist Battle, ne? Ist natürlich nicht persönlich gemeint, Digga. Wir distanzieren uns von jeder Art von Diskriminierung an der Stelle. Das und das nervt mich so. Du blamierst mit deiner Tanzmusik dein ganzes Team. Machst du Schwanz an Lied und bringst einen Punch zum Beat. Ist das undefinierbar wie ein Transvestit? Der hat gute Flows, aber finde ich. Sag bitte, was kostet eine Bruderschaft, damit ich's auch mal in Zukunft auf YouTube pack? Im Rap sind viele schwul wie auf einem Fußballplatz. Gehörst du nicht dazu, dann gucken, was die Blutbahn sagt. Ich hab keine Ahnung, was du hier zu suchen hast. Den Reichtum finde ich. Was du hier zu suchen hast, Junge? Was ist denn das? Das ist doch hier Dings, oder? Entweder Norden oder NRW, Alter. In Duisburg-Stadt, weil harte Arbeit nicht in deinem Beruf. Du hier zu suchen hast, den Reichtum findet nicht in Duisburg statt. Weil harte Arbeit nicht in deinem Berufsbild. Sind die in Duisburg, oder was? Oder kommt der aus Duisburg? Dreh dich dir in deine Eier, bis ich Fußpilz hab. Ich fick Weiber mit dem aus dem Beyoncé's. Du wegen der Kohle nicht, weil du dich Bian ziehst. Du Ficker meinst, du ballerst für wie Techno-Freak. Wenn du du wegen der Kohle nicht, weil deine Eier, bis ich Fußpilz hab. Ich fick Weiber mit dem aus dem Beyoncé's. Du wegen der Kohle nicht, weil du dich Bian ziehst. Ja, Beyoncé's Bian ziehst. Ja, Beyoncé, die heißt Beyoncé. Ja, doch geht, war nicht schlecht, Bro. Ficker meinst du ballerst für wie Techno-Freak? Wenn du an die 15 fix, meinst du ein Chat-Profil, Alter. Werd mal normal, ist mein Album. Echt, hat dein Album, der Bre? Und die Alben noch verteilt. Sehr, sehr stark. Ja, anscheinend doch alles so halbwegs etablierte auch Rapper, wa? Jetzt kommen wir zu der Antwort vom Millionär. Wir sind sehr gespannt. 100, let's go! Lass uns losdüsen. Ich in der First Class im Meerbus auf Rundfliege. Nur zur First Class mit Schulbus und Schultüte. Bei dir geht's voll gut mit Leergut und Brotkrümel. Ah. Wenn ich von Einlagen red, sind das Investment-Moves. Wenn du mit Einlagen kommst, da war dein Bett voll Blut. Niemand will dich hören, keiner. Einfach Slip-Einlagen, na Mann. Deine Songs zum Geburtstag gibt's von Mama nicht mal Burger King-Coupons. Das ist Bauer sucht Frau gegen Wolf auf Wall Street. Du bist kein Untergrund. Vor 7, alle. Der Hund von Mob Deep, denn du isst Burger. Fleisch vom Burger. Steig, weil du öfters arm bist als das Körperteil. Ich komm in der Limo angefahren. Du bist in der Limo, wenn du in der Fanta badest. Du machst Kampfansage an der Fanta-Name. Wie kommst du hier hin? Wem hast du den Schwanz geblasen? Ah, pass auf, scheiß drauf.
Pass auf, scheiß drauf, Digga. Let's get it on, man. Zu schauen, um wie viel Länge ich das Battle hier gewann. Lass uns zeigen, wie viel positives Geld bewirken kann. Jun verzockt dein Herz hier mit anderen Spielsüchtigen. Und ich bespende Aktionen für die Kriegsflüchtlinge. Aiwa! Und jetzt die Hook. Ich steh mitten im Leben, komm, ich geb dir einen aus, du stehst mitten im Leben, aber nur im TV. Ich steh mitten im Leben, komm, ich geb dir einen aus, du stehst mitten im Leben, aber nur im TV. Ich kann nicht mal richtig reden und hab dich lyrisch missbraucht. Stark, Bre, Respekt auf jeden Fall. Sehr, sehr starke. Gutes Battle, Mann. Sehr starke Runde. Vom Millionär. Was für ein krasses Battle das war. Macht nochmal Lärm für dieses krasse Battle. Monster, Monster. Schreibt in die Kommentare, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. So, das war's auch mit dem Battle. Und Leute, ich habe auf jeden Fall ein Anliegen. Und zwar gucken 90% meiner Zuschauer die Videos, die aber nicht... Bruder, ist dein Ernst, Digga? Was ein Beat, ja? ...meine Abonnenten sind. Deswegen geht nochmal auf den Button. Geht runter, abonniert den Bre auf jeden Fall, Digga. Alter, komm, ich mach's vor hier. Abonnieren it in, man. 100, schick mir die Beats, Bro. Ich mach ein paar Hits daraus, Digga. Schwör ich dir. Geil. Gutes Battle mal wieder. Feier ich. Was sagt ihr, Freunde? Abstimmung. 1, Geringverdiener, 2, Millionär.